Moin Leute, heute geht's um Equipment, nämlich um diese schönen Teile hier. Das sind die Ape Labs Ape Light Maxi V2 in White. Natürlich kaufe ich mir nur White. Ja, die haben auch ordentlich schon 1,5 Jahre bei mir mitgearbeitet. Ich finde die richtig geil. Die kennt ihr auch aus meinen Vlogs schon. Ich stelle die immer an so Säulen. Da machen die sich sehr schön. Wird die Säule so während des Essens oder während des Empfangs so schön angeleuchtet. Ich nehme allermeistens blau. Ich habe immer blau genommen bisher und werde ja in Zukunft nichts weiteres mehr machen. Also bei mir war das immer blau. Und dann während der Party sind die umgeswitcht auf, ja, blinkend, ne? Ja, jeweils im Rhythmus der Musik. Das Schöne ist, die sind akkubetrieben. Das heißt, die kann man einfach hinstellen und Funk halt, ne? Keine Kabel. Wunderschön, aufbautechnisch ein Segen. Man macht den Koffer auf, holt die Dinger raus, legt die da hin und dann gibt's hier den Sender. Da kommen dann hier so zwei Antennen ran. Zack. Der bekommt dann XLR von der Lichtmaschine und sendet dann an die hier. Das sind 6 Stück. Ich kann mir auch noch mehr kaufen, aber 6 sind schon gut. Wenn man es richtig drauf anlegt, kann man 12 kaufen. Und dann hat man quasi schon sein gesamtes Licht. Dann weiß ich nicht, ob man noch mehr braucht. Also 12 Dinger ist natürlich auch nice, wenn man nicht viel schleppen will, ne? Das sind dann halt 2 Koffer. That's it. Ich zeige euch mal den Koffer, wie das aussieht. So, hier haben wir das schöne Ding. Hier kommt dann noch ein Kabel raus. Und man sieht den Anschluss, das muss man da anschließen zum Aufladen. Und dann werden alle, die da drin sind, inklusive der Empfängerstation, aufgeladen. Hier ist halt so ein Nipsi, da ist das Gegenstück. Und dann kann man den da halt so reinpacken und dann laden die halt. So, hier sind die am Leuchten und die kann man auch dann mit, also so habe ich das nie gesteuert. Ich habe es natürlich immer mit DMX gespeist. Und ja, die blinken hier schon, ihr seht. Das ist der Musikmode. Der geht natürlich auch, aber ehrlich gesagt, mir blinkt der zu viel. Hier kann man dann auch mit der App hier noch so schön Farben einstellen. Hier mal grün und blau. So, jetzt. Hier ist noch ein zweiter, ne? Der blinkt dann genauso. Geile Dinger, ne? Aber blinken für meinen Geschmack aber zu viel, wenn man jetzt nur Musikmode macht. Also auch immer Geschmackssache, ne? Kann man auch andere Meinung sein. Ehrlich gesagt, ich habe mich da nie mit der App beschäftigt. Bestimmt viele schöne Möglichkeiten. Hier Musikmode, dann kannst du auch nur green. So, Musikmode off. So, jetzt nur noch grün. Wenn man die jetzt mitnimmt, ne, dann ist es das im Prinzip. Ne? Man macht die einfach zu. So, und dann ist es das. Ne? Einziger Nachteil ist, kostet ein bisschen. Ne? Ja, das ist schon ein Nachteil. 2650 Euro. Das ist eine ganze Stange Geld, inklusive des Receivers, den man ja auch braucht. Ach ja, super wichtige Info. Wie lange halten die denn, ne? Also ich habe die echt gefordert. Bei mir liefen die maximal auch schon mal von 17 Uhr bis 5 Uhr nachts. Das war das Maximum. Also das sind ja original 12 Stunden an der DMX-Maschine. Nicht irgendwie nur Sparmodus oder so. Also 12 Stunden haben die ausgehalten und liefen. Ich habe nicht geguckt, wie viel Akku noch übrig war, aber wie viel mehr braucht man? Also meistens gehen die Sachen ja von 18 Uhr bis 3 Uhr. Und danach habe ich mal geguckt, war noch 40% übrig. Ja, das Video ist nicht gesponsert, aber natürlich, und das ist ja der Grund, warum ich diese ganzen Videos mache, ein bisschen Aufmerksamkeit für mein Buch zu bekommen. Link ist unten in der Beschreibung. Hochzeits-DJ 1x1 für Anfänger oder auch Fortgeschrittene. Tipps für alle dabei mit meinen Crates und die Best of 22, 23 und 2024. Top 100 Tracks. Diese Tracks habe ich am meisten gespielt. Gönnt euch und haut rein.